Das ist der Sechseck-Sodenstecher, die Austauschwaffe für Grassoden. Man kann jetzt hier frische Soden nehmen. Zack. So, gut. Man muss ein bisschen wackeln. Ich habe schon nämlich gemerkt, dass das nicht so ganz gut funktioniert. Oh, es funktioniert gar nicht. Leute, ist doch kacke. Wozu habe ich so ein Teil? Das habe ich schon wieder geflucht. Das darf ich nicht. Oh. Ich bleib nicht hängen. Was soll denn das? Oh. Da kaufst du dir für 300 Euro so einen Sodenstecher. Dann funktioniert der Mist nicht. Ich verstehe es nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich den jetzt ausstechen soll hier. Das kann es doch nicht sein, oder? Aha. So, jetzt muss man den ein bisschen glätten. Nächste. Drei Stück maximal. Es gibt's doch nicht. Leute, ich gebe euch 300 Euro für so einen Sodenstecher. Jetzt fällt der da oben raus. Das Ding geht zurück. Zwei. Aber so hier noch einen zu setzen. Ach. Da habe ich jetzt drei. Wie ich eigentlich hoffte, wir bleiben nicht hängen. Ey, gut Leute, dass ich euch von sowas warne. Das ist doch ein Witz, oder? Hallo? Ja, es ist natürlich gut verwurzelt. Natürlich ist mein Rasen gut verwurzelt. Extrem gut verwurzelt. Ja, aber... Na gut. Das ist hier dieses hellgrüne Gras, was ich hier rausnehmen will. Hier habe ich schon mal einen Test gemacht. Ja, die Idee ist, dass man jetzt eben die schlechte Sode hier raussticht. So. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Ah, guck mal, das geht gut. Das geht gut. Und dann sollte man noch ein bisschen Butterboden hier zurückschieben. Der Boden ist richtig gut. So, und jetzt kommt noch ein bisschen Sand dazwischen. So, ein bisschen durchmixt. Quick Mix. Und jetzt kommt die neue da rein. Das ist die Idee. So. Na, warum funktioniert das hier und nicht da hinten? Die Wurzeln. Na, das ist hier so tief. Nochmal diese
bisschen Sand dazu. Zack, schön ein bisschen vermischen. So, jetzt den neuen nehmen. Zack. So, einen habe ich noch. Der kommt jetzt genau hier hin. Ja, das geht super hier. Nur hinten auf der Fläche nicht. Eine Handvoll Sand dazu. Ein bisschen verteilen. Oh, die sieht gut aus. Neue Sohle nehmen. Einsetzen. Ja, wow. So, dann haben wir jetzt hier drei alte Grassoden. Guck mal, die haben sich fantastisch abstechen lassen. Also ich gebe zu, das sind jetzt noch nicht die besten Soden. Das geht, hier geht es fantastisch. Wahnsinn. Wahnsinn. Wisst ihr, was cool ist? Die ganzen Erifizierlöcher. Oh nein! Ah, Mist. Ah, egal. Hier die ganzen Erifizierlöcher. Hammer. Hammer. Richtig cool. Die guten. Ein bisschen. Der entscheidende Punkt ist jetzt hier, richtig gute Grassoden zu züchten, um die jetzt wirklich hier schön einsetzen zu können. Das war jetzt noch nicht so optimal. So, was ich natürlich noch vergessen habe zu sagen, ist, das ist ja hier die Fläche, die wir nachgedüngt haben. 2 Wochen ist das hier. Ja. Man bildet sich ein, dass er hier ein bisschen grüner ist, ein bisschen mehr, ein bisschen stärker wächst. Aber die Schäden sind alle noch da. So ganz langsam kommen da die einzelnen grünen Halme wieder raus. Aber boah, das zieht sich. Ganz üble Geschichte. Ja. Jetzt zeige ich euch noch den Sodengarten. Was, wie das aussieht. Das ist natürlich brutal. Aber klar. Guck, so sieht das aus. Da habe ich alles ausgestochen. So, hier kommt jetzt neue Erde rein. Und ich habe überlegt, wir nehmen mal spaßeshalber hier an der Stelle so richtige Rasenerde von Kompo haben wir gekauft. Richtige Rasenerde. Oh. Ja. Und ja, dann füllen wir das. Und dann wird wieder eingesät. Und dann sollte sich das möglichst schnell wieder schließen. Yeah! Und dann haben wir die ganzen Dinge einfach hier verkehrt rum reingelegt. Und dann können die ganzen Regenwürmer und sonstigen Viecher das hier schön zersetzen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss! Na, was sagst du, mein Schatz? Schaut gut aus. So langsam. Die Festuca wächst halt sehr langsam. Ja, aber hat doch eine. Ist doch super dicht. Also jetzt außer die Stelle, wo das Wasser gestanden hat, aber. Nee, wo es eben zu trocken war. Ach hinten. So, da war es zu trocken. Ja. Genau. Also die Eicheln sind natürlich ein Drama. Wieso kann man nicht rüberlaufen? Ja, ich. Nur beim Mähen darf man rüberlaufen. Dann darf man nicht rüberlaufen. Hallo. Gehen darf man aber nicht laufen, ja? Für dich. Hey. Hey. Oh. Ja, ich glaube, ich mähe heute aber noch nicht. Nee, komm. Lass mal noch ein bisschen wachsen. Aber
die Spuren drin vom letzten Mähen. Ja, genau. Das fand er noch nicht so gut. Nein. Ja, willst du die nicht alle haben hier? Nein, du musst die in der Mitte zusammenfegen. Ja, ich roll sie dir hier in die Mitte. Kicken. Oh, ist das viel. Wovon reden wir? Wovon reden wir? Davon reden wir. Von der Eichel-Eskalation.